Genosse YouTube, heute, vielleicht, eventuell, möglicherweise, ich weiß es nicht, aber ich denke schon, das große Finale von Kontraband Police. Wer sagt, ey, ich hätte dieses große Finale gerne früher gesehen, ich wäre gerne beim großen Finale an der Grenze live dabei gewesen. Link dazu in der Videobeschreibung. Wir sind live auf Twitch unterwegs, dort könnt ihr reingucken und dort könnt ihr das Ganze jederzeit live miterleben und mitkommentieren. Ich weiß, purer Luxus. Ich wünschte, ich könnte mir live zusehen. Kann ich aber nicht, weil ich in dem Moment live meine Videos aufnehme und anwesend bin, weil ich ja gerade spiele und deswegen mir nicht zugucken kann. Gott, ist das paradox. Ansonsten bewerten und kommentieren. Bookwood, der lässt erstmal 27 Monate pure erotische Liebe hier. Und Duke, der haut raus und jede Folge fängt es gleich an, oder was? Aus dem Weg, Pavel. Aus dem Weg, ja, guten Morgen. Fängt jetzt wirklich jede Folge gleich an? Cocktailwürstchen ist auch noch ein Sub hier. Wir starten die Schicht und irgend so ein Irrer ballert durch meine Schranke und zerstört die auch. Es ist wild, ne? Es ist richtig wild hier. Grenzbulle sein ist halt wirklich die extremste Bulle. Extremer kann man einfach nicht bullern. Als Grenzpolizist. Boah, der ist auch richtig schnell hier mit seinem Turboflitzer. Schaut ihn euch an. Der will's wissen, der Boy. Psst, hey. Der will's wissen. Alter, 500 Bits direkt von Owl. Der Mann hat immer ein paar Bits übrig, ne? Komm schon, den rammen wir jetzt aber auch weg. Boah, habe ich ihn abgedrängt? Wo ist er denn? Hängt irgendwo da oben. Schnapp ihn dir. Oh, er hat gewendet. Frech. Richtig frech. Oh, come on. Ja, er mit seinem kleinen Flitzer, den kannst du nicht so schnell lahmlegen. Oh, er hängt da hinten fest. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Und bam. Oh mein Gott. Sie haben das Recht zu verbluten. Sie haben das Recht zu verbluten, junger Mann. Okay, wie hole ich ihn da jetzt raus? Ich setz mal zurück. Ich ramme ihn mal wieder ein bisschen. Soll ich ein bisschen von der anderen Seite rammen? Ich muss ihn irgendwie da noch rausbekommen. Den haben wir so zerwurstet, den musst du freischneiden. Mal sehen, ob das geht. So, ich kann ihn nicht verhaften. Kann ich ihn rausschieben? Schieb, Genosse, schieb! Das ist jetzt gar nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Also die Folge fängt sehr, sehr chaotisch an. Ich glaube, das wird so eine richtige Chaos-Schicht. Aber ich schieb den jetzt mal hier so noch ein bisschen hin. Na also, geht doch. Geht doch, guck mal. Und jetzt flieht er wieder. Jetzt denkt er sich, haha, Idiot, ich kann fliehen. So, psst, hey, du bist verhaftet. Alter, da haut jemand 20 Euro an einem Freitag. Partygeld. Ein bisschen Partygeld für mich. Dankeschön. Die Partykohle. Dankeschön für deine Unterstützung. So, warum bist denn hier wieder Teufel davon geflitzt? Warum ist der so irre durch die Gegend gerast? Hat ja gar nichts. Den kann ich leider nicht öffnen, aber was soll da groß drin sein, ne? Warum ist der vor uns so heftig geflohen? Vielleicht eventuell... Alter, was ist denn los? Sag mal, seid ihr irre? Der Schweinetransporter hier. Du siehst doch, dass hier ein offizieller Polizeieinsatz ist. Einer bekloppter als der andere. Schlimme Zeiten, in denen wir leben. Verdammt schlimme Zeiten. Agent Micha. Guten Mittag. Am Mittag ist immer mehr los als am Abend. Die Leute haben einfach mittags mehr Zeit, glaube ich. Da sind sie, die ganzen Topverdiener. Wow, wow. Wow.
müssen wir erstmal wieder zurück an die Grenze. Denn ihr wisst ja, die Schicht, die muss fortgesetzt werden. Also ja, meistens haben ja die, die flüchten, auch nochmal ein bisschen Schmuggelware. Aber diesmal haben die nichts. Ich habe da zumindest nichts gesehen. So. Reparier das bitte. So, reparier das erstmal bitte, mein Freund. Nächster. Alter, was hat der denn hier für einen fiesen Platten? Schaut euch das mal an. Stopp, 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 stopp. Ganz langsam, Kollege. Ganz langsam. Papiere. Ihr Fahrzeug sieht nicht gut aus. Sind das echte Ziegen oder Fake-Ziegen? Fakeschweine.org. Ist ja alles kaputt, mein Lieber. Da ist ja wirklich alles kaputt. Mann, 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 Mann. So, Twitch. Es ist Freitag. Die Leute auf YouTube sehen das Ganze hier wahrscheinlich erst an einem Sonntag, wenn mein Upload-Plan mich nicht täuschen sollte. Aber, oh, guck mal, da stimmt was nicht. Aber, was macht ihr denn am Freitag? Ich meine, Freitag ist ja so immer Party, ne? Freitag macht man Party. Da sind die Kids wild unterwegs, feiern und genießen die Jugend. Ich bin gespannt, was heute Abend so bei euch alles abgeht. So, Moment, du hast diverse Mängel. Und zwar, kaputte Reifen hast du 2 Stück. Bowling, na das ist doch mal was. Das ist doch mal eine Aktivität. Bowling spielen gehen, klingt cool. So, hinten Lichter sind okay, Karosserie ist okay. Vorne fehlt aber eine Stoßstange. Schwupps. So, schauen wir uns mal hier deine ganzen Sachen an. Da stimmt auch schon wieder was nicht. Mann, 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 die Leute haben immer so... Das ist abgelaufen, das Ding. Die Leute haben immer hier so Schmuddelpapiere. So, 2 Ziegen, das ist korrekt. Die habe ich ja schon gesehen. Ziege 1, Ziege 2. Ich kann Ziegen zählen. So, schauen wir mal, was das Ding wiegt. Ist im Rahmen, das ist alles gut. Und das ist auch richtig hier. So, mein Freund. Was ist denn die Bestimmung? Du kommst aus blablablub und da dürfen nur Asylleute rein, ne? Ja. Das heißt also, die tägliche Bestimmung müsste ich bei dir auch noch anhaken. So, Passbild stimmt, habe ich gesehen. Oh, du bist noch ein Händler. 18 für Wodka. Für puren, reinen, sauberen Wodka. Aber ich brauche keinen. Ich bin reich genug. Raus! Wacho. Deinara. Erstmal Warhammer-Figuren bemalen. Alter, das ist ja cool. Ich wünschte, ich dürfte auch Warhammer spielen. Aber wenn ich jetzt noch anfange, Warhammer zu spielen, dann bringt mich meine Freundin um. Ich glaube, das könnte ich voll vergessen. Alter, hängt der schief, ne? Perfekt überprüft. Hängt der Kunde schief. Uns fehlt noch einer in einem schwarzen Auto und einer aus Rally. Moin. Ah, machst einen auf nett, hä? Machst einen auf nett. Finde ich nicht gut. Stimmt. Das ist immer so blöd auszuwählen jetzt. Stimmt. Stimmt nicht. Damit hast du schon mal verkackt, mein Freund. Handel. Handel ist illegal im Moment. Nur Asyl. Nur Asyl, junger Mann. Käsekiste und Heuballen hat er da hinten drin. So, schauen wir mal, ob das stimmt. Ob die Fracht so korrekt ist. So. Haben wir alles? 9 Heuballen. Was hat ihr angegeben? 10. Habe ich hier irgendwo einen Heuballen übersehen? Da stimmt doch was nicht.
Käsekisten stimmen, aber die Heuballen. Nee, Käsekisten hatte einen zu viel. Was weiß ich du? Steve! Einräumen! Oh, Skio hat Nachtschicht. Es tut mir echt leid für dich. I'm so sorry. So, schauen wir mal hier noch. Das ist auch falsch. So, tägliche Bestimmung. Falsch. Fahrzeugkennzeichen falsch. Frachtbrief falsch. Gewicht. Auch noch. Da stimmt ja gar nichts bei dir, Kollege. Und ich dachte, du wärst ein Saubermann. Ich dachte, ich hätte hier einen von den sauberen, ordentlichen Bürgern. Ja, wenigstens sieht dein Auto ganz gut aus. Ja, du musst noch lange warten. Und wenn ich Bock hab, wartest du ewig hier an der Grenze. Weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal einen Fax rüberschicken. Und unser Faxgerät ist sehr deutsch. Bedeutet sehr langsam. Ich gehe jetzt erstmal faxen. So. Ich hab die Faxen dicke. Ich gehe faxen. Ja, ich mach jetzt erstmal hier Computerarbeit. Das kann sehr, sehr lange dauern. Währenddessen musst du hier stehen und warten. Na, ich würde jemanden befördern. Ich schicke ein Schreiben an meinen... So, guck mal hier. Zack. Ich habe jemanden eingestellt. Das dauert lange. Den werde ich jetzt hier noch ausbilden. Weißt du was? Ich werde die alle auf Maximum hochpushen jetzt. Während du dämlich rumstehst und wartest. Hab ich jetzt eine Elite-Truppe? Ah, guckst du blöd. Boah, schick elegant essen gehen heute Abend. Das ist ein Leben. Davon kann ich nur träumen. So, und jetzt kannst du dich verpissen. Tschüss. Damada, weil du Kacke bist. Deswegen. Raus. Typen wie dich können wir hier nicht besonders gut leiden. Moin. Du hältst hier die Stellung, ja? Jungs, ich möchte, dass ihr alle hochkonzentriert seid. Ich möchte, dass ihr alle hochkonzentriert seid. Langsam, bitte langsam. Alles klar. Das gefällt mir. Scholek. Scholek, junger Mann, Scholek. Da habe ich doch was gesehen. Meinem Adlerauge entgeht nichts. Dazu willst du noch für überteuerte Preise hier Waschpulver verkaufen. Steigen Sie mal aus. Steigen Sie mal aus. Stehen bleiben. Ja, sie sind verhaftet. Ich mach keinen Fehler. Ich weiß genau, was ich tue. Du bist verhaftet. Der Laie wird jetzt sagen, was Kies, warum hast du diesen armen, jungen, unschuldigen Mann verhaftet? Tja, der Profi hat's vielleicht schon gesehen. Der kleine Pisser hier ist nämlich ein Schmuggler. Momentan jeden Tag streamen, Kies, ja, leider, ne? Der Papa braucht Geld. Die Geschäfte laufen mies. Da musst du streamen jeden Tag. Das ist doch ein Fake-Huhn. Das erkenne ich doch sofort. Ich habe nämlich eine Ausbildung im Hühnerabtasten gemacht. Und das fühlt sich holzig an. Das ist ein Fake-Huhn. Irgendjemand hupt wie wild vor meiner Haustür. Hupt der wegen mir? Komisches Hupen. Das ist doch ein Fake-Huhn. So. Noch irgendwas hier drin? Ne, ich glaube, wir sind durch. Ah, mit Fake-Hühnern kenne ich mich eben aus. Ich habe dafür einfach ein Auge. Hab dafür auch extra eine Schulung gemacht. Mission abgelehnt. Was? Welche Mission habe ich abgelehnt? Hat er mein Telefon geklingelt? Das habe ich gar nicht realisiert.
Oh oh. Habe ich eine Mission versaut? Weil ich jetzt, weil da draußen irgendjemand vor meiner Haustür wie bescheuert hupt. Stopp, 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 stopp. Ey, ja, wie gesagt, ich war eben richtig abgelenkt. Kommen Sie mal raus aus diesem Auto. So, was haben Sie dabei? Eigentlich bin ich super reich. Ich brauche eigentlich keinen Toilettenpapierhandel mehr. Der Toilettenpapierhandel ist eigentlich für mich erstmal irrelevant. Weil, wie gesagt, ich bin super rich im Moment. So, wir suchen noch jemanden mit einem schwarzen Auto, ne? Schwarz, ja. Das Auto hier ist aber super clean. So, Papiere. Papiere sind perfekt. Geh mal her. Was redest du? Foto stimmt nicht. Name stimmt nicht. Gültigkeit gerade noch so. Asyl. So, dann schauen wir mal hier. Das stimmt. Da hat er auch nochmal Glück. Gewicht. Stimmt. Kennzeichen stimmt. Spiegel ist dran. Aber hier vorne ist was kaputt. So, Foto. Scheinwerfer kaputt. Noch ein Scheinwerfer kaputt. Scheiben sind gut. Stoßstange ist dran. Stoßstange ist dran. So. Fahrzeugtyp stimmt auch nicht. So. Foto stimmt nicht. Alter, Green! Du Psycho! Ey, da ballert er erstmal eine Bombe raus. Und das an einem Freitag, an einem Lazy Friday, wie man so schön sagt. An einem Lazy Friday. Oh nein, nicht kaputt. Ja, was für ein Tag. Da sagst du was, Kumpel. Mein Tag war auch ein purer Albtraum. Mein Tag war auch ein purer Albtraum. Bis Green eine Bombe rausgehauen hat. Die wollen die 2000 Subs zurück. Wieder auf dem Thron. So, die Schicht ist vorbei. Das war mal wieder ein sehr, sehr geiler Tag. Ein Schmuggler haben wir noch. Der im schwarzen Auto. Tägliche Kosten minus 600. Uff, 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 uff. Das Leben ist teuer. Das Leben als Grenzpolizist ist teuer. Ich meine, warum muss ich überhaupt denen ihr Gehalt bezahlen? Warum muss ich überhaupt denen ihr Gehalt bezahlen, ne? Boah, das Lager ist auch schon wieder gut voll. Das ist auch schon wieder richtig gut voll, Freunde. So, was ist das für eine bedrückende und bedrohliche Melodie, hä? Huh? Hol mal den ersten rein. Ah, wieder mal ein Drohbrief in der Post. An den Hauptmann der Grenztruppe. Wegen deiner Entscheidung wurden meine Kinder in einem fremden Land völlig allein gelassen. Ich habe meiner Frau vor ihrem Tod versprochen, dass ich mich um sie kümmern würde. Aber du hast mir diese Chance genommen. Du hast kein Herz. Ich hoffe, dass dir eines Tages eine ähnliche Tragödie widerfährt. Mann, immer diese Drohbriefe. Ist ja wie im echten Leben. Ist ja wie im echten Leben. So sehen meine, so sieht meine YouTube-Inbox aus. Randvoll mit Drohbriefen. Ah, Herr Gull. Na, wie geht's, Herr Gull? Haben Sie saubere Papiere, Herr Gull? Sind Sie ein kleiner Saubermann?
Zum Arbeiten darf ich Sie nicht reinlassen, Herr Gull. Mein werter Herr Gull. Scholek. Warfock. Danke schön für diesen sündig leckeren Sub. Oh, wir haben eine Geheimmission. Aber den mache ich jetzt noch fertig. Ja, Moment, Geheimmission. Dich packe ich noch jetzt schnell. Das stimmt schon mal hier. Das stimmt auch. Gucken wir noch ganz schnell aufs Gewicht. 1000, ist zu schwer. Ja, 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 Telefon klingelt. Zu schwer. Aber sonst sieht hier eigentlich alles gut aus. Schlussstange ist dran, Spiegel sind dran. Lichter sehen gut aus. Reifen gut, Reifen gut. Reifen gut, Reifen gut. Passbild stimmt. Oh, ich muss noch hier die Flagge überprüfen. Starten, hier war's. Ist gut. Ey, das Auswählen ist so blöd. So, ist gut. Ja, aber trotzdem, ich kann sie leider nicht reinlassen, Sir. Abgeschoben und tschüss. Aber meine Frau und meine Kinder... Ja, meine Frau und meine Kinder. So, jetzt gucken wir noch, ob der sitzt. Dann gehen wir ans Telefon. Wir wollen ja immerhin wichtige Staatsleute nicht warten lassen. So, perfekt. Fahrzeugpapiere waren nicht abgelaufen. Der Chat hier wieder. Marisu, churka pašla od robotni wagra. Eto raportni ili staršino Borkov. Me pomskaju. Eto naševim aparati madre bačno. Ve pa znaj rabine i onaja mestje. Men pilica eto bagri saružniki. Du musst die Koffer im Auto nicht kontrollieren. Das sind nur Schmuggler, wenn eines dieser Schmuggler-Tipps stimmt. Es bringt nichts, jedem die Ware aufzuschneiden und zu kontrollieren. Nur wenn eines dieser Tipps stimmt, ist es ein Schmuggler. You understand? Du musst jeden aufschneiden. Ja, ihr Psychos. Arbeitslager, ist das überhaupt der richtige Weg? Ja, mehr oder weniger. Na, jetzt bin ich schon unterwegs. Jetzt fahren wir hier durch. Der nächste direkt rechts. So, langsam. Bisschen runter vom Gas. Boah, Alter. Das Ding steuert sich echt wild. Das Ding steuert sich echt wild. So, fahren wir hier durch. Wow! Viva Erfordia. Dankeschön für diesen leckeren Sub. Pfälzer. Du Schlawiner. Ich habe heute Abend leider einen ganz wichtigen Termin reinbekommen. Super wichtigen Termin. Deswegen habe ich gedacht, ich spiele jetzt noch schnell das Finale von dem Spiel durch. Wenn ich das zu den Akten legen kann. Ich komme zu nix, mein Freund. Ich komme zu nix. Ich bin ein Mann mit vielen Terminen. Aber ich habe gehört, alle Leute hier, die anwesend sind, die wollen mit dir schmutzige Spiele spielen. Die sagen, du bist immer viel versauter als ich und machst viel erotische Sachen da drüben, die ich nicht mache, weil ich einfach ein Mann bin mit Anstand und Würde. Und die freuen sich schon richtig. Die freuen sich schon richtig. Wenn es da wieder frivol zur Sache geht. So, nimm eine Waffe mit. Ist das meine... Oh, Gratisgewehr und einen Haufen Muni. Alter, danke schön. Das ist ja richtig nice, weil ich habe keine Munition mehr. Ich habe mir schon gedacht, ja, das werde ich jetzt mit einer Shotgun machen müssen, aber ich werde ja hier richtig verwöhnt. Das kannst du behalten.
So, wer bist denn du? Hm? Du bist der Wichtige, der Chef hier. Du siehst ziemlich arm aus. Bist du undercover unterwegs? Warischu, wie Madri Atlista. Pasta de Naya Ajiu, Mitsapneli Amego Borisa Oberankova. Отчто наше вивяду, его брат вечтая освободничкано. Это можно ще лишь на чето месте. Курка, ми мадре ба грешта от бедлок. Вечта позору орденего перевозка, аж вибратю эту машину. Заклутник, эстьо, инсидия, аж магазин. Это вы, пошло аж ладовка. Мы, мадре, готов аж всем. Alright. Alright. Deswegen ist er so angezogen. Wir sind hier in einer Undercover-Mission. Okay, die Waffe ist bereit und geladen. Haha, wir bumskaju meno parodniki konfusko, eto komischna chronika! Ist das nicht der rote Boris? Der mit dem roten Bart und der Fleischkappe? Red Boris? Tamra! Wir sind die Schlitowate! Ich tue, что я! Wow! Ey, ey, die Türen müssen offen! Lass doch die Türen offen! Alter, die werden uns so zerlegen. Okay, jetzt ist schon mal besser. Wie ich ihn erwischt hab. Eieieiei. So, hab ich auch. So nicht, mein Freund, so nicht. Nicht mit hier Sniper Shooter Number One. Oh nein! Sobald hier eine Steigung drin ist in der Strecke, braucht unsere Ostblock-Karre hier ewig. Wie das aussieht. Und der verbrennt da fröhlich vor sich hin. Und seine Leiche wurde gegen den Berg geschleudert. Ja, ja, ich bin bereit. Aber was mache ich, wenn mir die Munition ausgehen sollte? Boah, wenn die mich rammen, das macht ja richtig Damage. Okay, ich muss vorsichtig sein mit der Muni. Naja, wir sind ja auch mitten im Krieg. Leute, bei uns ist Krieg ausgebrochen. Wir haben Krieg zwischen Ländern, die an uns grenzen, und Krieg zwischen Rebellen und meiner geliebten Regierung, Heil Kroll. Den habe ich aus dem Auto geschossen. Wie habe ich das denn hinbekommen? Huh? Ich habe den einfach... Der hat sich einfach verpufft. Krass, ich bin echt der krasseste Schütze der Welt. Wo fahren wir eigentlich hin? Wo fahren wir eigentlich hin? Wir fahren irgendwie wild durch die Gegend. Gesponsert von Krebsis. Die Zigaretten, die garantiert Krebs auslösen. Vollmundig. Und aus dem Auto geschossen. Sir... Kane! Nice, dankeschön. Dankeschön für diesen Wahnsinns-Sub. Krull auf ewig. Und wo sind wir jetzt? Fahren wir zur Grenze oder was hat er vor? Hä, jetzt bin ich wieder beim Arbeitslager. Oder? Ach nee, das ist mein Auto. Nee, wir fahren anscheinend zur Grenze. Ich habe eben ganz kurz hier hingeguckt. Ah, Putin hat auch noch einen Sub bekommen. Nice. Naja, angeblich... Boah, was ist jetzt los?
Varisu, oddej tady vňač masinu. Ilio zadnej tučko netap. Podesli tajet. Wer ist das hier? Rebell der blutigen Faust. Zaklutnik eto wyprewozi est jo ażny dla nasze wyrabojski ać krainka. Aha. Pobodni, Heno, a da chronio was es patte żywatko. Ja, aber der hat euch angelogen. Der Gefangene, den du transportierst, ist wichtig für unsere Operation in dieser Region. Ja, aber der hat euch angelogen. Ich bin absolut böse. Ich bin durch und durch böse. Heil Groll! Krass. Während du den Gefangenen übergibst, nutzt du die Verwirrung und greifst nach deiner Waffe. Überrumpelte Rebellen fallen durch Kugeln aus deiner Makarov verwundet auf den Asphalt. In der Ferne hörst du, wie Sergeant Borkov Verstärkung anfordert. Du bist ein gottverdammter Held. Geil, und 2000 Cash auch noch. Ja, wer dem Staat dient, der wird auch verwöhnt. Was fehlt noch? Immer noch das schwarze Auto. Da kommt ein schwarzes Auto, oder? Bist du schwarz? Stopp! Steigen Sie mal aus. Steigen Sie mal aus, junger Mann. Okay. Und ab in den Knast. Ab in den Knast. Sorek. Ich bin jetzt langsam voll, hä? Ihr könntet eine Doo-Wop-Band gründen oder sowas. Würde ich geil finden, wenn ihr vielleicht einmal die Woche eine Aufführung machen würdet. Jetzt, wo wir 7 Leute hier haben, könnte man was auf die Beine stellen. Da könnte man was auf die Beine stellen, finde ich. Waffen, Munition, eieiei. Ganz gefährlich. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Eieieiei. Habe ich hier den großen Fund? Nur ein Päckchen. Komm, da geht doch noch ein bisschen mehr. Also wer sein Leben riskiert für so wenig Waffen. Oh, da war was. Das holen wir uns gleich. Da geht doch ein bisschen mehr, mein Sohn. Welcher Idiot riskiert sein Leben für so wenig? So, dann schauen wir mal. Messer raus. Die Tasche hier ist voll. Nur ein Päckchen. Das sah noch so viel mehr aus. Ah, die Stoßstange hat da noch was. Noch ein Päckchen. Okay, jetzt bin ich durch. Steve! 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 Hm? Hopp. Hopp, Steve, hopp. Ja gut, das war's jetzt mit den Kriminellen. Jetzt muss ich nur noch die Schicht hier zu Ende bringen. Wenn der Grenzpolizist schon hier mit dem dicken, fetten Messer rumsteht, ne? Da kackst du dich doch direkt ein. So. Ist falsch. Asyl, ja, aber kannst du voll knicken, Kumpel. Ist auch nicht richtig. Oh Gott, da sammelt wieder jemand Punkte. So, zeig mal. Ist das Foto korrekt? Ja, das sieht ja doch ein bisschen anders aus vom Schnurrbart, oder? Hier, ich glaube, das Foto ist nicht richtig. So, hast du irgendwas an Waren dabei? Anscheinend nicht.
Schauen wir mal. Hier vorne fehlt eine Stoßstange. Da ist ein Reifen kaputt. Lichter sind intakt. Beide Spiegel fehlen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier hinten ist alles intakt. Hier ist auch noch ein Reifen kaputt. So, Scheiben sehen gut aus. Das stimmt. Maximalgewicht. Stimmt. Sie fliegen trotzdem raus. Und tschüss. Fallout Dodo? 39 Monate? Ist gerade in Tokio? Warum klingt alles wie eine Frage? Vielleicht, weil alles eine Frage ist? Er abonniert aber trotzdem hier? Auch wenn er meinen Content gar nicht mehr guckt? Wie sieht's aus? Du kommst aus unserem Land. Du kommst ja aus unserem Ländchen hier. Aha, Reinigungsmittel. Ist da alles korrekt oder wie oder was? Man muss auch deine Papiere kontrollieren. Auch wenn du ein Einheimischer bist, bin ich dazu verpflichtet, deine Papiere zu kontrollieren. So, mein Freund, dann schauen wir mal, was die Schleuder hier wiegt. Gerade nochmal korrekt. Das stimmt. Lichter sind okay. Ist okay. Scheiben okay. Kein Platten. Das ist der erste Teil der Ware. So, schauen wir mal. Reinigungsmittel. Hat er irgendwo noch Reinigungsmittel rumliegen? Ah, da oben. So, Reinigungsmittel 6, Gepäck 6. Stimmt so. Gar keine Probleme. Du bist komplett clean, Mr. Proper. Du bist komplett clean. Anscheinend ist alles gut. Kommen Sie rein. Duksaya, Ajobagista. Guten Tag an alle hier. So. Du bist der Letzte für heute, hm? Du bist der Letzte und da sehe ich direkt ein Karosserieproblem. Aber du dürftest rein theoretisch trotzdem rein, Kumpel. Wenn du jetzt hier nicht viel Kacke am Stecken hast, dann kommst du heute easy in mein Schland. So, woher kommst du denn? Du kommst aus einer Asylregion, ha? Und du willst auch Asyl hier haben. Fließt aus dem Krieg. Ja, Krieg ist immer eine hässliche Sache. Foto stimmt. So, zwei Bierfässer stimmt. Ist korrekt. Ist korrekt. Aber das Auto hat einige Mängel. Kaputte Reifen. Fehlende, defekte Karosserie haben wir schon mal hier. Hinten ist ein Scheinwerferlicht kaputt. Nochmal Karosserie. Stoßstange fehlt auch. Spiegel sind dran. Scheiben sind ganz. Willkommen in meinem Land. Mit ihrem Schrottauto. Bitte Fehler beheben. Dankeschön. Ja. Fehler beheben. Mit der alten Schleppkarre hier. Oh, endlich Feierabend. Oh, tun mir die Füße weh. Ich sag's euch, den ganzen Tag da rumzustehen.
Tag 26, Mann. Ich hatte noch nicht einen Tag frei, ne? Ich arbeite... Also, nicht mal Wochenende habe ich. Nicht mal Wochenende habe ich. What? Ми знаєте то кривавофіста, трудная етнувочка бойцов бригаду. Будро страшний. Оне мадре шаядич ач комза. Ой-ой-ой-ой-ой. Attentat im Parlament. Mann, die politische Lage wird immer ekelhafter. Gestern in den späten Abendstunden gab es einen abscheulichen Angriff auf das Leben der Abgeordneten unseres Landes. Bei der Explosion einer Sprengladung im Parlamentssaal kamen 4 Parteimitglieder ums Leben und 16 wurden verletzt. Die Geheimdienste haben die Identität der Angreifer festgestellt und es ist nun offiziell bekannt, dass sie mit der Terrorgruppe Blutige Faust in Verbindung stehen. Feuer zerstört den Sitz der Regierung. Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, unterzeichneten die Führer der verfeindeten Staaten ein Abkommen, wonach Kasachstan einige der umstrittenen Gebiete von Al-Barak übernehmen werden. Ja, es ist wie in der modernen Welt, ne? Da ein bisschen Land übernehmen, da ein bisschen Blutvergießen. Oh Gott, uiuiuiui, die Liste ist lang. Terroristische Angriffe. Genosse, unsere Dienste berichten von weiteren geplanten Angriffen und wir kennen bereits das Profil der zukünftigen Täter. Staatsangehörige aus Akaristan, die jünger als 30 Jahre sind, dürfen nicht einreisen. Jetzt wird's wild. Junge Leute, haben hier nichts verloren. Wir kleben uns an die Grenze. Ja, klebt euch mal schön an die Grenze. Jetzt wollen die sich auch noch an die Grenze kleben. Du bist Gott sei Dank ein alter Mann. Aber ich darf dich trotzdem nicht reinlassen. Ja, deine Frau arbeitet im Parlament, aber wenn sie im Parlament arbeitet, warum hast du dann hier so Schundpapiere, die abgelaufen sind? Deine Bürgerkarte ist abgelaufen, Bro. Die Passnummer stimmt. Das ist ja bürokratisch gesehen, ist es... Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, Kollege. Auch wenn du einer von uns anscheinend... Nicht mal das kann ich ja wirklich sagen. Nee, guck mal hier, das ist auch noch ein gefälscht... Also wenn deine Frau bei uns in der Regierung sitzt, bitte, bitte, dann lieferst du doch sowas hier nicht ab. Fahrzeug braun. Fehlender Spiegel 1, Fahrer 51. War der 51? Nee, der war 50. Falsches Dokument, Frachtbrief, hat keine Fracht. Zulassungsnummer. Wie sieht es eigentlich damit aus? Was ist denn hier noch alles... Was ist hier denn noch alles problematisch, ha? Ich meine, das Auto könnte man als braun fast schon bezeichnen. So, fehlende Stoßstange hinten und der Scheinwerfer. Wo ist denn der Spiegel, ha? Fehlender Spiegel. Fehlender Spiegel 1. Jetzt bin ich wieder interessiert daran, was du hier treibst. Die alte meine Frau ist im Parlament Ausrede, ne? Aber die zieht bei mir nicht, Bro. Steigen Sie mal aus. Ja, du bist ein Eiler, aber wenn ich jedes Mal hören würde, dass meine Frau im Parlament ist und deswegen lassen sie mich durch, ey, weißt du, wie viele hier schon drin wären in meinem Land? Weißt du, wie viele schon hier drin wären? Glaub mir, die Bude wäre voll. So. Tschüss. Kannst deiner Frau einen Brief schreiben. Aber hier kommst du nicht rein. Wenn deine Frau wirklich ein hohes Tier in der Regierung ist, ja, dann hättest du auch keine Schmuddelpapiere. Tschüss. Nächster. Willkommen in meinem Land.
Sehen Sie nicht Pornodarsteller? Ich glaube, ich habe sie schon mal in einem Erwachsenenfilm gesehen. Alter ist in Ordnung. Gültig Biss ist in Ordnung. Das sieht alles ein bisschen zu gut aus, oder? So. Biegen wir mal schnell. Ist in Ordnung. Da stimmt schon was nicht. Du kommst nicht in mein Land. Boah, bis jetzt sieht ja alles relativ sauber aus, mein Freund. Ja. Aber du kommst nicht in mein Land. Mein Land ist verboten für dich. Das Auto ist auf jeden Fall in einem guten Zustand. So, was hat er denn hier? 4 und ein Reinigungsmittel zu viel. Das heißt also, auch dein Frachtbrief ist nicht sauber. Und damit kannst du dich mal schön verzischen. Tja, oh nein. Den Satz habe ich heute schon öfters gehört. Oh nein, ich werde wieder aus dem Land geekelt. Erstmal schön hier aus der Wodka, ich meine natürlich aus der Wasserflasche. Aus der Wodka-Wasserflasche trinken. Oh, da ist der Reifen kaputt. Alright. Kumpel, Foto ist schon mal nicht korrekt. Das ist auch nicht korrekt. Was ist das denn, bitteschön? Milky Way? Das stimmt. Jetzt habe ich mich hier verklickt. So, gültig. Das Ding ist abgelaufen, Kumpel. Zweimal abgelaufen. Ah, ne, der ist noch korrekt. 39 Jahre jung, der Mann. So, schauen wir mal. Hier fehlt ein Spiegel. Das gefällt mir natürlich gar nicht, wenn da so ein Spiegel fehlt. Das habe ich gar nicht gern, ne? Fehlende Spiegel finde ich immer kritisch. Ich setze mich mal rein, Kumpel, ne? Ich darf ja wohl mich mal hier reinsetzen. Aber soweit sieht das ganz vernünftig aus. So, was haben wir hier für Mängel? So, Nummernschild. Das stimmt. Fahrzeugtyp stimmt. Das ist der Mikros. Checken wir mal das Gewicht. Das ist auch korrekt. Scheiben sind ganz. So, ein Spiegel fehlt. Die Vorderreifen sind beide Schrott. Ja, sorry. Heute kommt wohl niemand rein. Kennzeichen ist falsch. Oh Mist. Hab ich da was übersehen? Das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Naja. Er kommt nicht rein. Somit alles gut. Die Bilanz muss ja nicht 100% sein. Reicht, wenn sie 95% ist. Du darfst nicht rein in mein wunderschönes Land. Das hintere war falsch. Echt? Das hintere war falsch? Muss man beide... Oh, sieh an. Und eine Stoßstange hat gefehlt. Stopp! Stopp, junger Mann. Solek.
Solek. Bist du der Erste, der rein darf? Nö. Nö, leider nicht. Leider darfst du auch nicht rein. Willst du was sagen, Lu? Und dann hat er auch keine guten Frachtpapiere. Oh, hier die Haube auch. Oi. Da riecht doch direkt kotzen. Aussteigen. Heute darf niemand rein. Heute darf niemand rein. Und ich muss auch jetzt gleich einen Gefangenentransport machen. Aber erst gucke ich noch, was er zu handeln hat. Überteuerte Waren. Können eigentlich gleich zweimal verhaftet. Atayo! Atayo, hä? Atajcie! So, wir müssen unbedingt einen Transfer beauftragen. Wachmann Schnurri! Officer Schnurri, bitte einmal kommen. Na, Kollege. Na, heute ist viel los. Hm? Bereit für eine Riesenladung? Boah. Da sitzen sie, meine Knastvögel. Na, Jungs. Tja, tut mir leid. Ihr werdet auf jeden Fall sehr, sehr viel Leid durchleben müssen. Ihr kommt nämlich jetzt zu einem Gulag. Und dort werden sie euch erstmal euer Poloch ordentlich weiden. Nicht wahr, Officer Schnurrbart? Da, wo ihr hingeht, werdet ihr nie wieder fest scheißen dürfen. Nie wieder. Aber ich mochte es immer fest zu kacken. Verabschiede dich von deiner festen Kacke. Fester Stuhlgang ist für dich für immer vorbei. Na, Moment. Oh, Zigaretten. Auf Zigaretten steht, glaube ich, der Tod. Ne? Ja. Auf Zigaretten steht der Tod. Soweit ich weiß. Zigarettenschmuggel, da wirst du bei uns, in unserem Land, wirst du dafür hingerichtet. Ohne Wenn und Aber. Aha! Und hier ist nochmal was. Gib mir. So, das war's. Hm? Haben wir alles. Nächster. Willkommen in meine Land. So, die können wir schon mal wieder hier zwischentüten, die Kippen. Moin, ich bin der Typ mit dem Messer. Geben Sie mir bitte Ihre Papiere. Danke sehr. Heute ist wieder viel los, ne? Vielleicht darfst du aber rein. Am Weltgratis-Ziegentag. Oh, du darfst nicht rein. Ey, Pech. Aus dem Land auch noch, oder? Ja. Jünger als 30. Oh, hast du ein Pech. Du könntest potenziell nämlich ein Rebell sein, Kumpel. So, was hast du hier hinten für Waren? Lecker, lecker Ziege. Eine Ehefrau, 4 Hühner und eine Schwiegermutter. Okay. Chrissy, Dankeschön für 11 Monate. So, eine Ziege, stimmt. Gewicht ist 5000, genau passend. Der hat hinten keine Stoßstange, das weiß ich.
Die Scheiben sind zwei kaputt. Nummernschild stimmt. Der Reifen ist kaputt hier drüben. Aber die anderen sind okay. So, Passfoto. Stimmt. Alright. Ja. Raus. Atayo siem rachove. Raus. Raus, raus, raus. Boah, perfekt. Ja, nice. Mehr Tod und Verderben morgen. Finde ich gut. So, und jetzt kommen natürlich wieder die ganzen Kosten. 660 für die Grenze. Weißt du, freust du dich, dass du gut Geld hast und dann musst du eigentlich alles wieder abgeben. Ja, Chef. Raus aus den Federn, rein in den Gulag. Was kann ich denn eigentlich noch verbessern? Das haben wir schon verbessert. Das haben wir auch verbessert. Ich könnte noch einmal das Lager verbessern. Die Kollegen hier sind alle auf Maximum. Aber das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, wäre das Auto. Aber da bin ich eigentlich mit dem echt zufrieden. Paladin! Dankeschön für 2 Monate. Zwei Monate tödliche Treue. Ein kleines Fensterchen ist hier kaputt. Hm? Guten Morgen. Die nehmen da mal ich. Uiuiui, darf nicht rein. Ist abgelaufen. Das ist abgelaufen, mein Freund. Das stimmt. Das hier stimmt auch. Foto ist korrekt. Noch Gepäck überprüfen. So, hier. Was hat er angegeben? Das stimmt auch. So, mein Junge. Wir hatten auf jeden Fall einen Scheinwerfer und eine Scheibe. So. Bieg mal die Kutsche hier. Ist in Ordnung, aber das Fahrzeug ist falsch. So. Das ist richtig. Reifen und Spiegel sind okay und hier vorne fehlt eine Stoßstange. Gut. Sie dürfen sich aus meinem Blickfeld verpissen. Alter, der schwört mir direkt hier Rache, ne? Sir Kain. Dankeschön. Für den Gifted Sub. Alter, wir haben fast die 1500 wieder. Es ist ein Überlebenskampf. Es ist im Moment wirklich ein gnadenloser Überlebenskampf. Na, bist ein junger Typ. Jung, fit, spritzig in der Hose. Du darfst aber rein, weil du bist aus einer anderen Republik. Du bist aus der Republik des strahlenden Bären. Dino. Dino Hotchkori. Geiler Name, du. Ich freue mich, dass du rein darfst, eventuell, vielleicht. Ich würde es dir gönnen, Alter. Ich würde es dir gönnen. Heuballen und...
Kaffee, ne? Ich würde es dir hart gönnen, dass du rein darfst. 4 und 2, sieht gut aus. Oh, Dino! 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 Verdammt! Ich fand dich echt nett. Ich fand dich wirklich richtig gut, Dino. Verdammt, ich dachte wirklich, der junge Mann, der ist anständig. Ich dachte wirklich, das ist ein Anständiger. Ich war davon überzeugt, Dino, anständig. Ja, so kann man sich täuschen. Der Dino schmuggelt. Der Dino schmuggelt. Und auch noch Falschgeld. Mit meinem geliebten Präsident Krull drauf. Ach, Dino. Oh, Dino, Dino, Dino. Dino, Dino, Dino. Und dann auch gleich noch so viel. Naja, es hat sich wenigstens gelohnt. Ha? Es musste sich ja wenigstens lohnen. Was ist in den Kaffeesäcken drin? Oder im Stroh, irgendwie zwischen dem Stroh reingepresst noch was. Ja, den Kaffee werden wir wohl behalten, ne? Oh, da haben wir ja noch mehr. Da haben wir noch mehr. Da haben wir ja noch mehr. Aber ich glaube, es sind wir durch. Steve! Hör auf zu rauchen, Steve! Mr. Floppy lässt noch einen Sub da. Und sagt, ich bin 23 Monate schon der Abo-Falle. Meine Kinder bekommen nichts Gescheites zu essen wegen dir. Das freut mich, Mr. Floppy. Kommandeur, es war falsch von dir, mir gestern die Einreise zu verweigern. Meine Frau ist in einem ernsten Zustand ins Krankenhaus gebracht worden und es gibt niemanden in der Nähe, der sie dort unterstützen könnte. Ich werde dich nicht vom Haken lassen. Du kannst dich schon mal von deinem Polizeijob verabschieden. Ich habe hochkarätige Freunde, die mir dabei helfen werden. Ja, laber. Laber. Wer immer sagt, ich kenne hochkarätige Leute, ich habe mein bester Freund ist Staatsanwalt. Wer sowas sagt, kennt immer niemanden. Oder? Ist echt so, ne? Jemand, der so sagt, oh, ich habe Freunde bis ganz nach oben, der kennt keine Sau. Kommst du in mein Land? Kommst du in mein Land? Du bist alt, das gefällt mir. Du hast gültige Papiere bis jetzt. Kommst du in mein Land? Kommst du in mein Land, mein Freund? Das sieht alles so gut aus hier. Das sieht alles so verdammt gut aus. Das sieht alles viel zu gut aus, oder? Das sieht alles viel zu gut aus. Nummernschild stimmt. So, schauen wir mal, ob die Ware da hinten auch stimmt. Ist das ein Holzschwein oder ist das ein echtes? Ein echtes! Schön, schön, schön. Echte Schweine finde ich gut. Echte Schweine gefallen mir. Ui, Gewicht und alles stimmt. Echt, du bist ja ein richtiger Saubermann. Zwei Schweine. Du kommst rein. Du kommst rein. Viel Spaß. Heute ist Heirate deine Ziege Nationaltag. Alter, sogar noch perfekt. Das war easy Job, wenn alle nur so wären wie der, ne? Manu Maus, hallo. Ich hoffe, dir geht es gut. Dankeschön für deine Unterstützung. Sorry.
Sieht bis jetzt vernünftig aus. So, schauen wir mal. Ja, stimmt. Adil. Du kommst ja auch nicht rein, Kumpel. Du bist aus der Region hier. Stimmt aber alles. Gepäck 3. Papiere sind noch gültig, auch wenn sie nicht korrekt sind. 3 Gepäck. Stimmt. Ah, schmuggelst du hier irgendwo? Oh, da hat er noch mehr Gepäck. Da hat er ja noch mehr Gepäck. Steigen Sie mal aus. Steigen Sie mal aus, junger Mann. Steigen Sie mal aus. Ja, das muss sein. Ich muss da mal einen kleinen Blick reinwerfen. Das ist eben nur mal so. Das ist mein Job. Ich lasse mir hier von Ihnen gar nichts sagen. So. Der Frachtbrief ist leider nicht korrekt, Kolegski. Aber sonst sieht das alles okay aus. Noch schnell biegen. Das ist doch das falsche Auto. Das ist doch das falsche Auto. Mittlerweile kenne ich nämlich die Autos. So, raus aus meine Land. Tschüss. Atayo, Siem Rachove. Tschüss. Okay, der letzte für heute. Der letzte für heute. Ah, da war das wieder eine sehr erfolgreiche Schicht. Was? Der war kriminell? Was? Oh mein Gott, ich lob mich. Und klar kriege ich dafür auf die Fresse. Wo hatte der denn was im Gepäck? Der hatte wirklich was im Gepäck versteckt. Welcher war denn das? Braun, fehlender Spiegel 1. Krass. Niemals sich loben. Immer sich selbst im Grunde zu Tode dissen. Da war ein Krimineller. Das ist alles gut. Da war einfach mal ein Krimineller. Da war einfach mal wirklich ein Krimineller noch dabei. Okay, fehlender Spiegel. Hast du einen fehlenden Spiegel, Sohn? Du hast einen fehlenden Spiegel. Du hast sogar auch einen fehlenden Spiegel. Der fehlende Spiegel, den können halt so verdammt viele haben, ne? 9 stimmt. Kennzeichen stimmt. Gewicht stimmt nicht. Aber die Fässer sind sauber. Das würde ich sehen. Der war teuer, der eine. Jetzt werden Fehler halt übelst aggressiv. Steigen Sie mal aus. Blablabla. Steve, in Zukunft bitte auch mal
stichprobenartig den Anus untersuchen. Einfach mal ran, untersuchen. Den Enddarm ein bisschen austasten, ob da was drin ist. So, das Gewicht ist falsch. Ja. Und was ist das für ein Auto? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist Correcto Mento. Leider, mein Freund, darfst du trotzdem nicht rein. Wegen dem falschen Gewicht. Das müsste eigentlich Grund genug sein. Ja, nee, die Gefäße sind... Da kann nichts drin sein. Das würde ich sehen. Die sind ja wirklich oben auf dem Deckel. Also es wäre jetzt echt skurril. Nein, ich habe die auch schon gesehen, die Sachen, wenn die nicht abgeladen waren. Wir werden es jetzt gleich sehen. Entweder ich kriege jetzt nochmal eine dicke Strafe aufgebrummt oder... We did it. Habe ich jetzt gerade einen Kriminellen ziehen lassen? Nee. Normalerweise siehst du das auch, wenn die beladen sind. So, ab ins Bett. Boah, eine fiese Strafe, aber wir sind noch reich. Alles gut. Was ist jetzt los? Oh nö! Dr. Rushniki! Boah, immer diese ganzen Armeen, die hier kommen mittlerweile, ne? Früher mal so 3, 4 Gangster, jetzt kommen hier Tausende. Was geht hier ab? Call of Duty kickt wieder. Alter, wie lang geht denn bitte schon der Angriff? Behalt deine Granate. Granate kannst du schön dir sonst wohin schieben, junger Mann. Boah, ich hab schon wieder keine Munition mehr. Ich muss mir unbedingt Munition liefern lassen. Ein paar Headshots hier mit der Pistole. Hochpräzise snipern wir sie weg. Zwei Schuss noch. Als ob. Ey, bald habe ich das ganze Land hier ausgerottet, ne? Boah, ich habe auch nur noch hier 5 Schuss. Jungs, jetzt müsst ihr es regeln. Ja, 25. 19. Achtung! Boah. Für die Shotgun habe ich noch jede Menge. Achtung! Oh oh. Alter, die Granaten von denen, die sitzen jedes Mal aufs Neue, ne? YOLO! Ach komm schon! So, weggeholt. Ich hab wieder Munition. Ne, ich hab keine Munition. Aber der hat Munition. Hol sie dir! Renn weg! Renn weg! Nicht mein Haus zerschießen.
Oh mein Gott! Oh mein... Alter, das eskaliert auf allen Ebenen. Komm schon, der hat noch Munition. Oh, Shotgun-Munition. Hat der Munition? Auch nicht die Munition, die wir brauchen. Alter, Alter, knattern die auf uns drauf. Zum Glück bin ich mittlerweile so baff. Bam, der letzte Todesschuss. Leider kann ich die nicht looten. Leider kann ich die Munition nicht looten, die verschwinden. Psst. Mephisto! Was ein Tag. Ich muss mal hier unseren Kollegen anfunken. Den guten alten Fladdy. Den guten alten Fladdy. So. Ja, klar konntest du einen am Leben lassen, aber das fetzen dann deine Kollegen weg. Ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert. Falscher Mann. Ich wollte doch zu Flat. Flat. Lass handeln. Scharfschützengewehr kostet halt übelst Asche, aber ich teste es mal. Vielleicht wird es noch ganz nützlich. Vielleicht wird noch ganz nice. Hm? Ich brauche noch so eins und so eins. Alright. Oh, das hat ja nicht mal ein Scope. Moin. Это ухитка. Замос спадне хитрак я талок на живых правителей. Опна они буду жватко вишать. Du siehst noch relativ jung aus, mein Freund, aber bist 32 schon. Du bist schon 32 Jahre alt, du Milchbubi. Da vorne stimmt's. Ein bisschen Gepäck und zwei Hühner. Keine Fake-Hühner. Echte Hühner. Real Chicks. With no Dicks. So. Naja, ich mach meinen Job, du. So ist es eben. Nadine! Dankeschön für deinen Sub und die Finsternis 2. Dankeschön für deine Unterstützung. Alles gut, Scheibe. Ist es wirklich ultimativer Saubermann? Gar nichts? Gewicht stimmt. Soweit ich weiß, ist das auch das richtige Auto. Ich guck nochmal. Ja. Kacke, du bist drin, Alter. Du bist wirklich drin. Du bist wirklich drin! Ah, Moment, wir müssen das hier noch kontrollieren.
Seppi! Du bist drin, ich sehe nichts. Du bist wirklich drin. Ja, danke für deine Kooperation, Nils Holgersson. Perfekt, ey, netter junger Mann. Genau richtig alt genug, um reinzukommen. In mein Edelbordell. Oi, da hat aber jemand ganz schön gewütet hier, ne? Psst, hey. Alles klar. Kannst direkt mal raus, Kumpel. Alter, Owl findet immer ein paar unter den Kissen. Er hat immer so ein paar Restbits. Du kannst direkt mal in den Knast. Es ist noch nicht vorbei. Ja, für dich schon. Für dich ist leider schon vorbei. So. Oh. Guck mal, vier Päckchen kleben dran, ne? Aber nur eins kann ich nehmen, weil der Rest geht an meinen Kommandanten, ja? Also eins wandert wirklich in die Asservatenkammer und die anderen, die gehören hier meinem Chef. Die restlichen Kokainpäckchen gehören meinem Chef. So funktioniert das in unserer Welt. So. Oi, Kumpel. Das Drogenmobil, ha? Huh? Das Drogenmobil. Ey, ganz ehrlich, wenn schon kriminell, dann richtig kriminell. Wenn schon Gangster, dann richtig volle Möhre-Gangster. Mann, ich dachte jetzt hier im Salzsack ist nochmal ein bisschen schön Kokain drin. Ich glaube, das war alles an Drogen. Schäf! Er raucht hier wieder seine krebsfördernden. Noch 10 bis zu 1500. Nice, Chat. Nice. Ultra Support. Das ist bestimmt kein Salz. Das ist bestimmt alles nur Coca. So, einer mit einem kaputten Spiegel und noch einer mit einem Kennzeichen. Der hat keinen kaputten Spiegel. Armaturo. La 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 la
Dann darf sie hier nicht rein. Dann darf sie hier nicht rein. So ist das eben. Was bildest du dir ein? In meinem Land hast du gefälligst deine Schwester zu heiraten. So war es schon immer. Und so wird es auch immer bleiben. Moin, du Krimineller, du. Natürlich, sofort. Da stimmt doch der Bart nicht. Das ist doch ein bisschen anders hier. Da stimmt doch der Bart irgendwie nicht so richtig, ne? Papiere sind gefälscht. Fall abgeschlossen. Das stimmt auch nicht. Ist auch nicht mehr gültig. So. Okay. Okay. Kann ich nicht sehen, oder was? Die sehen korrekt aus. Oh, 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 okay. Mach mal dein Handschuhfach auf. So. 4 und 2, das ist korrekt. Das ist auch korrekt. Ebenfalls korrekt. Gewicht ist korrekt. Schäden sehe ich keine, aber haben wir doch mit dem im Spiegel? Fehlender Spiegel 1. Mr. Hurka. Kommen Sie mal raus. Vielleicht jemand, der richtig kreativ im Schmuggeln ist. Man weiß es ja nie. Vielleicht ist es auch ein richtig, richtig kreativer... Ich guck mir diesmal die Ware an. Es muss sein, Kollege. Ja, ja, ja. Du bist angepisst, verstehe ich. Aber wir haben hier eine... Und ab in den Knast mit dir. Ich hab's gewusst. Aber in Knast. Ich hab's doch direkt gewusst, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Zwischen dem Fisch waren Päckelwaffen. Aber mehr nicht? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Mehr nicht, ne? Mehr nicht? Sind sauber, die Türen sind sauber. Die Karosserie ist sauber. Hier. Tja, das war's. Gut, Steve. Pack den Dreck zusammen. Der hatte noch was? Wo hatte der denn noch was? Stoßstange vorne! Gut versteckt, der Mann. Der hat ein solides Versteck. Der Axtmörder. Guten Tag, mein Name ist Axtmörder. Bitte Ihre Papieren. So, warte mal. Wir haben jetzt nur noch den Kennzeichen, Dude. Ist er schon mal nicht. So, schauen wir mal rein. Du bist zu jung, du darfst nicht. Genau.
Wenn der Rest hier relativ gut aussieht, darf ich dich trotzdem nicht reinlassen. Darfst du trotzdem nicht in meine Land. Reifen gut. Stoßstange gut. Scheiben gut. Lichter gut. Keine Mängel. Gewicht gut. Es ist gut. So, du kannst dich aber trotzdem ganz schnell verpissen. Denn ich mache jetzt Feierabend hier. Tag ist vorbei. Du bist die letzte Abweisung. Du bist die letzte Abweisung. Raus! Ich bin auch wirklich voll der Sklave hier, ne? Er sagt dann immer so, ja, jetzt kannst du dich ausruhen gehen, Sklave, nachdem du wieder die Arbeit erledigt hast. Okay, was haben wir hier? Verfolgungsjagd. Alright. Da ist irgendjemand on the run. Und ich darf, ich habe das Recht, ihn zu erschießen. Ja, nice. Okay, beim Gasthaus. Oh, wow, 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 wow. So. Machen wir mal Licht an. Ist ja auch ganz schön dunkel. Machen wir mal... Wow, das Licht an. Ich hier mit meiner alten Karre. Moment, das ist... Ja. Kann man fahren, den Weg. Ey, heute ist die Steuerung wieder top. Habako, dankeschön für deinen Wahnsinns-Sub. Okay, wir fahren hier lang. Dann mit allen Mitteln stoppen. Psst, hey. So, jetzt hier runter. Dankeschön für 100 Bits und für die lieben Worte. So, der müsste jetzt hier gleich kommen, ne? Den müssen wir dann mit allen Mitteln aufhalten, den Sack. Mit allen Mitteln muss ich dich stoppen, Kollege. Der sieht auch irgendwie so nach Mafia aus, ne? Ist eigentlich nur ein Opa. So ein alter Mann. Boah, jetzt hier bei Nacht und Nebel. Boah! Da wollte ich einen schönen rammen. Der hat sich selbst außer Gefecht gesetzt. Na, na, na. Alter Mann, was hast du hier vor, hä? Huh? Was hast du hier vor? Gepäck hinten drin und alles? Damala, damala. Warum, warum, warum? Oh, jetzt ist hier noch ein Überfall. Ey, ey, schieß mir ja nicht meine Karre zu Brei. Schieß mir ja nicht meine Karre zu Brei. Ihr macht mir das Leben echt schwer. So, Opa. Geht direkt in den Gulag. Na gut, wir können jetzt einmal die große Runde hier drehen. Der hat mich natürlich genau ins andere Ende der Karte gelotst. Der Penner. Ich will gar nicht wissen, wie oft wir jetzt auf dem Weg noch überfallen werden. Der Friedhof, wo immer wieder Sachen geschmuggelt werden.
Der gute alte Leichenfriedhof. So, hier rum. Big Rock, Dankeschön für 14 Monate. Polizeistation. Ich finde es so interessant, dass die Polizeistation wirklich nur Waren annimmt, ne? Polizka, bitte! Polizka! Ich hab's doch gewusst, dass sie mir hier wieder aufs Auto wichsen, die Schweine. Und keine Gefangenen, ne? Die Polizeistation nimmt nur Waren, Schmuggelwaren. Gefangene kommen direkt in Gulag. Das ist keine andere Chance. Überhaupt gar keine andere Chance. Du bist direkt Gulag. Wow, sorry, Bro. I'm so sorry. So, langsam wird es hier wieder richtig voll. Jungs, ich hau mich nochmal für eine halbe Stunde aufs Ohr, bevor die Arbeit losgeht. Nochmal hier eine halbe Stunde pennen, ne? Der Luxus muss sein. So, einer fehlt noch hier auf unserer Liste, auf unserer Todesliste. Einer fehlt noch auf der Todesliste. Können gleich durchfahren. Können gleich durchfahren, alter Mann. Mhm. Kein Kennzeichen vorne, huh? Clever, clever. Clever, clever. So, einen Kühlschrank haben sie auf jeden Fall schon mal dabei. Scholek. Scholek. Juri Romanovic. Juri Romanovic. 20 Jahre, sieht aber aus wie jemand, der Ende 50 ist. Mr. Romanovic. Sie kommen nicht in mein Land. Sie kommen nicht in mein Land. Auch wenn hier alles stimmen sollte, kommst du hier einfach nicht rein, Bro. Du alter Sack. Du alter, alter Sack. Was wiegt der? 1700? Der ist zu schwer. Was schmuggeln sie da, ha? Huh? Warum ist das Ding so schwer? Sie kommen nicht in meine Land. Oh, Moment, Spiegel noch checken. Da ist einer nämlich weg. Und verweigert. Nieta. Nieta. Da. Und nächster. Das geht jetzt hier zack, zack. Bis ich das letzte Schmuggelschwein noch gefunden habe. Immer her damit, Junge. Immer her damit. Der gute alte Osman. Osman, du willst in meine Land? Du willst in meine Land? Du hast Gepäck dabei. Mein Lieber. Okay, das sieht gut aus. 5, ja. Das Auto stimmt. Das Kennzeichen stimmt. Das Kennzeichen stimmt auch vorne. Scheiben. Spiegel. Scheinwerfer. Reifen. Foto stimmt.
Gucken wir mal, ob deine Zugehörigkeit hier noch alles in Ordnung ist. Gültigkeit stimmt. Sticker stimmt. Der Mann ist sauber. Gewicht stimmt. Autotyp stimmt. Willkommen in meinem Land. Wenn doch nur jeder nur so wäre wie sie. Alaratschlo! Wenn doch nur jeder so anständig wäre wie sie. Guck mal, das ist perfekt. Der hatte gar keinen Fehler. Nicht mal irgendwie sowas Kleines, wo man sagen kann, ja, gut, der Spiegel fehlt, aber da drücke ich jetzt nochmal ein Auge zu. Oh, der ist unser Mann. Aussteigen, 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 aussteigen. Her mit den Papieren und dann direkt raus. Direkt raus. Direkt raus. Du bist ein Schmuggler. Du bist ein Schmuggler, mein Freund. Der hat das Kennzeichen. Ja, da habe ich es schon gesehen. Da habe ich es doch schon gesehen. Kleines Schmuggelschwein. Guck mal, das stimmt auch nicht. Da stimmen auch schon wieder Sachen nicht. Ich mach keinen Fehler. Ich mach keinen Fehler. Ich weiß immer genau, was ich tue. Meistens. Zu 95%. Boah, dreimal Waffen. Das ist ja der Schmuggelking hier. Sie nannten ihn Schmuggelking. Der Schmuggelking. Ich bin voll. So, gehen wir mal die Sache schnell ab. Oh, der ist ja auch noch voll. Ich dachte, ich hätte die Lager wenigstens leer. Nein. Okay, Messer. Da kommen nochmal zwei Packen. Alter, der hat aber Zeug dabei, der junge Mann, ne? Voll gepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Schmuggelfeeling. Schmuggeln an der Grenze, ja, das macht mein Penis hart. Hinein ins Schmuggelfeeling. Steck immer rein. Sei einfach gemein und schmuggel deinen Kram. Hinein ins Schmuggelfeeling. So, ich weiß schon mal, dass sie kein Schmuggler sind. Alright, wir machen es schnell. Da stimmt schon wieder was nicht. Da stimmt schon wieder was nicht. Du bist auch eh zu jung. 19. Bist ja noch nass hinter den Ohren. Du bist ja noch nass hinter den Öhrchen, mein Kleiner. So, entflammbare Substanzen hat er da hinten. Das stimmt. Rücklicht ist kaputt. Fehlende Stoßstange vorne habe ich schon gesehen. Gesprungener Scheinwerfer. Sieben von sieben, nice. Reifen ist ganz, Scheibe ist kaputt. Spiegel fehlt. Scheinwerfer, fehlender Spiegel. Stoßstange haben wir schon hier vorne.
Reifen ist ganz, 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 ganz. Wiegen wir das Ding noch ganz kurz. Passt vom Gewicht. Autotyp sollte stimmen. So, und natürlich auch noch das hier. Und damit sind sie offiziell abgelehnt. Und raus. Und nächster. Adios. 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 A ja madro ażne dokumenty, wecz to turo ać partia. Eto arodni danieza, ać was churka robocaj. Passt nicht. Ah, Moment, ich habe mich verklickt. Das passt. Das passt. Das auch. 43. Eine Ziege hast du dabei. In der Tat, das ist eine Ziege. Stimmt. Stimmt. Keine Mängel am Fahrzeug. Passbild stimmt. Ja. Gut. Willkommen, Genosse. Duxaya, Achobagista. Heil Kroll. Und so weiter und so fort. Möge Krull ewig leben. Ah, ab ins Bett. Ah, damit haben wir auch die Schicht mal wieder überstanden. Wichtiges Telefonat. Was ist denn jetzt noch los? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Eto czas, my wecz to brać na talok, acz krwawo fista. Nasze wywiadu gawryć, eto terrori dostojniki sekretny mytka i ligostinka, acz opity dwiet. Koresel dimow, acz brygadu? Szalazne eto mestie. Wy madre i zalić garina, ale arodni waliszta was. Alright, ich bestehe nur aus Händen, kann es sein? Ich bestehe nur aus Händen, ich hab wieder... Beine, noch ein Torso, noch ein Kopf. Ich bin einfach nur... Ich bin Rayman. Bloß ohne Man. Nur Ray. So, wie geht's denn nochmal ins Gasthaus zum alkoholisierten Bären? Einfach hier die Straße runter, ne? Der finale Schlag, tödlicher Schlag gegen die Faust, dann ist die Faust erledigt. Und Krull wird ewig an der Macht bleiben. Nieder mit der Faust, heil Krull. Krull auf ewig. So. Auf ewig Kroll. Boah, da geht's aber rund, oder? Oh, obare to jest io. Wow, 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 wow. Das ist unsere einzige Nahrungsquelle. Bam, Alter. Da 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 dam dam da, oh no!
Sergeant Kenny. Oh, den hat's erwischt. За мою линию идёт. Не тап туру их поближе. Kann man das zum Explodieren bringen? Ja. Noch ein weggefetzt. Okay, die Sniper, also ja, das Gewehr hier ist nicht schlecht, kann man schon machen. Ah, come on. Oh, keine Muni. Ist euch mal aufgefallen, immer wenn ich irgendwas gut finde, ich sag so, oh, die Sniper ist nicht schlecht, dann treffe ich den irgendwie 20 Mal nicht hinter der Deckung. Gleich wieder keine Sniper-Munition mehr. Ich darf Dinge einfach nicht loben. Ich darf Dinge nicht loben, ich darf niemals zufrieden und niemals glücklich sein, dann läuft alles. Das ist der Preis, den ich bezahle. Einfach immer down sein, von sich selbst gar nichts erwarten, alles kacke finden und dann läuft alles im Leben gut. Damra, a zvali od sieczniku. Mnie madre wielo czas. Green, esti on sidia. A tma nieta prumskania. Zapnij ta bezlok. Aćme budro haniju. Blisko jego. Bam. Das war's für die Jungs. Garin. Polizka bydlo! Oh, keine Muni. Da hast du dich da wirklich drin versteckt? Au, oh, das ist ein geheimer Gang. Ja, krass. Au! А я знаю, чи то висловиться вас. Ви познислеч, а достановка на шеві революція? Утрошне ач тваровна. Ігор Акаров – это хенокримінал забрачтва. Преместіє до історії. Садачло велі, що это не тап. Дієна атма мініті андіня. Echt? Ich gehe jetzt hier drauf? Ich werde sterben? Oh. Okay. Krass. Lang lebe die Partei, habe ich als Erfolg bekommen. Heil Krull war mein Erfolg. Der Sieg der Partei. Nach dem Tod von Mikhail löst sich die blutige Faust auf und alle, die mit der Organisation in Verbindung stehen, werden aufgespürt und in Arbeitslagern eingesperrt. Igor führt seinen Plan zur Befreiung der Arbeiterklasse außerhalb des Landes aus. Am 16.06.1981 überquerte die große Befreiungsarmee die Grenze und erklärt den Kapitalisten des Südens den Krieg. Krass. Boris, nach vielen Tagen der Folter gesteht er, dass alle Aktionen der Bande von der blutigen Faust gesteuert wurden. Er stirbt schließlich im Verhör der Polizeistation in Karikataka. Die Informationen, die er sammelt, erweisen sich als entscheidend für den Prozess gegen Rebellenaktivisten. Da er nicht mehr dienstfähig war, wurde er vorzeitig pensioniert. Er wurde am 5. Juni 1989 mit allen Ehren auf dem Friedhof von Satekan beigesetzt. Piotr Kafka
Nach seiner Rückkehr in die Hauptstadt hilft er dabei, die Verstecke der blutigen Faust anzugreifen, wofür er mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet wird. Nach vielen Jahren wird er zum Minister befördert. Timur. Er wurde zu 40 Jahren Zwangsarbeit in einem Steinbruch verurteilt. Während einer Meuterei im Lager im Jahr 1984 wird er verwundet und kommt nur knapp mit dem Leben davon. Schließlich flieht er aus dem Land und lebt allein im Versteck. Er hat sich nie mit dem Scheitern der Revolution abgefunden. Aber er hat Wodka. Bei dem Versuch, eine Waffenlieferung abzufangen, geraten er und andere Rebellen in einen Hinterhalt der Polizei. Er wird wegen seiner regierungsfeindlichen Aktivitäten zum Tode durch Erschießungskommando verurteilt. Und was wird aus uns? Ja, das war's. Kamil. Wurde jemand verstorben während den Entwicklungszeiten? Crazy Rock Games. Das war das Spiel von Playway gepublished und es ist auch wieder ein Spiel aus Polen gewesen. Das war die Story von Contraband Police. Krasserweise kannst du auch nicht einfach jetzt endlos weiterspielen, ne? Also es geht jetzt wieder nur ein neues Spiel. Du kannst nicht endlos jetzt an der Grenze arbeiten und halt einfach bis in deinen Tod weiter Papiere kontrollieren, sondern dieses Spiel spielt man halt wirklich durch. Wir haben jetzt 5 Folgen, die alle so 2 Stunden und ein bisschen drüber gehen. Also so ungefähr, ja, 10,5 bis 11 Stunden ist man mit dem Spiel so beschäftigt. Finde ich aber auf jeden Fall in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel kostet, denn die Entwickler haben mir das Spiel ja frühzeitig zukommen lassen. Aber ich muss sagen, ich finde das cool so. Also es war ein cooles Spiel, es hat Spaß gemacht, es hatte coole, kleine, abwechslungsreiche Missionen. Unterm Strich ist das für so ein Indie-Spiel eine solide 8 von 10. Also ich fand das schon echt unterhaltsam. Hab das gerne jetzt auch durchgespielt. Hat mich die letzten Tage gut unterhalten. Kostet nicht ganz 20 Euro. Ja, also für den Preis kann man nicht motzen. Ich meine, du hast mit einem AAA-Game, Chat schreibt gerade 17 Euro, du hast mit einem AAA-Game auch nicht mehr Singleplayer-Story, ne? Also ein Resident Evil geht auch nicht mehr als 10 Stunden im Schnitt. Also da kann man nichts sagen für so ein 11-Stunden-Game. Klar, wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen langsamer spielt als ich und, keine Ahnung, sich noch alle Autos holt und alle Waffen noch einmal angucken möchte, dann kann man da vielleicht noch mal ein bisschen Zeit reinstecken. Aber ich denke, länger als 12 Stunden wirst du halt mit dem Spiel nicht beschäftigt sein. Aber ich finde, das ist absolut in Ordnung. Für den Preis absolut in Ordnung. Ich fand es auch optisch ganz, ganz cool so. Es hatte so seinen Charme. Ich fand es gut. So, das war's mit diesem Spiel. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Jetzt nochmal hier eine Bewertung da lassen an all die YouTube-Menschen. Auf Wiedersehen und tschö!